So, Kampf der Kavallerie. Was geht da ab? Unentschieden. So, da werden unsere Plänkler überrannt. Die rennen die nächsten auch gleich mit weg. Ja, jetzt kommen sie hier, um die Flanke zu sichern. Die werden direkt geschwächt. Die auch. Das Problem ist, dass die halt schräg stehen, deswegen konnten sie jetzt hier auch nicht zurückweichen. Ah, das hat alles nicht so gut geklappt, wie ich das gerne haben wollte. Aber ich habe ja gesagt, das wird ein bisschen experimentell. Okay, da verfolgen sie die. Ah, wir haben Stand gehalten, das ist gut. Die Frage ist, wenn wir da jetzt die Sussophori angreifen, kommen wir dann vorbei oder nicht? Jetzt zieht er sogar Infanterie noch hier rüber. Makedonische leichte Kavallerie hält wieder Stand. Die schwere Waffen, da haben wir Stand gehalten. Plänkler sammeln sich nochmal. Zermürbt und dann werden die doch jetzt wohl gehen, wa? Oder halten die nochmal Stand? Nein. Zwangspanik sogar schon. Sehr gut. Verhindert aber schon wieder, dass wir hier diese Einheit aufhalten und an ihr vorbeigehen können. Das ist gar nicht gut. Das hat alles nicht funktioniert. Ich werde trotzdem hier jetzt reingehen in den Flanke. Ist mir wichtiger, als hier oben das zu decken. Zermürbt den Gegner und... Jawohl, gebrochen. Hervorragend. Die Nachbarn halten allerdings alle Stand. Wir werden den General hier rüber beordern. Lassen wir das erstmal so. Schicken wir die Einheit hier rein. Die können sich leider nicht mehr drehen. Können wir die woanders hin beordern? Ne, ist schon ganz gut da. Okay, wie sehen die Chancen hier aus? Auch nicht so richtig gut. Standgehalt zurückgedrängt. Das heißt, wir können uns mit denen nächste Runde reindrehen, wenn unsere denn hier die nächste Runde vielleicht die Stellung halten können. Hier geht es nochmal wieder Richtung Kavallerie. Kommen wir nicht ganz hinterher mit den Plänklern. Immerhin schon mal geschwächt, allerdings ja, stehen die da bereit, um uns in die Flanke zu fallen. So, den müssen wir jetzt hier binden. Das sind ja unsere erfahrenen Hopliten, die sollten das gegen die Söldner ganz gut machen können. Dann können wir uns hier reindrehen um nächste Runde. Ich hoffe, die halten jetzt hier die Position. Nein, aber trotzdem sind wir in der Position, sie anzugreifen, zu flankieren. Das können wir sogar jetzt direkt mit den Truppen schon machen. Dann können wir die nämlich hier da oben hin beordern. Das ist sehr wichtig, dass wir die schwächen. Das Problem werden die anderen jetzt sein, genau. Zermürbt sogar schon. Ah, und jetzt habe ich den eben vorhin reingedreht, ne? Immerhin können wir den noch drehen. Der kann dann da in die Flanke gehen, wenn die Truppe noch da sein sollte. Nächste Runde, das ist ja die nächste Frage. Also, sieht ein bisschen brenzlig aus für unsere Griechen. Hier können wir der Kavallerie aber in die Flanke. Wie du mir, so ich dir. Und wir haben sie sogar direkt gebrochen. Gegen die Sistofori möchte ich aber nicht direkt kämpfen. Gut, den Kampf müssen wir so oder so machen. Stand gehalten immerhin. Ja. So, unsere Kavallerie geht da leider noch weiter hinterher. Jetzt zentriert die Kamera aber wieder nicht auf die Kämpfe. Hat die Plänkler angegriffen, nur geschwächt. Das ist schlecht. Die Peltasten sind schon in Panik. Oh, das bricht die auch noch gleich mit. Verdammt, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus.
Das bedroht auch die Einheit jetzt hier in der Flanke. Verdammt. Hoffentlich kriegen wir hier gegen... Ja, zermürbt ist schon mal gut. Wenn wir die da irgendwie erwischen könnten. Au, oh, Angriff der... Die zermürben uns, ja. Durch die Lanzen, durch die Lanzen. Ah, standgehalten, verdammt. Der General gibt ihm da den nötigen Bonus auf den Wurf. Aber wir können ihn gleich da noch attackieren. Das ist jetzt auch nötig. Okay. Können sich nicht mehr drehen, krass. Die brauchen wir hier. Die brauchen wir da. Und hier muss irgendeiner in den sauren Apfel beißen und diese Einheit angreifen. Ah, wir hätten da den General reinstecken sollen. Fällt direkt zurück, Mist. Machen wir es so. Die können dann nämlich nicht zurückweichen. So, und die können sich nächste Runde hier eindrehen. Und hier unterstützen. Die werden zurückgedrängt. Egal, nächste Runde kommen wir da rein. Das ist okay, ist okay. Ist schon okay, ist schon okay. Hier werden wir ausweichen. Die müssten hoffentlich schnell mal zurückkommen. Ja, und hier, die ist wohl weg. Ja, Panik. Trotzdem immerhin momentan noch recht ausgeglichen. Steigen wir hier gegen die leichte Kavallerie ein. Flankenangriff. Panik, schön. Entlastet die Peltasten ein bisschen, aber gegen die Sustoferoi werden sie wohl keine Angst, keine Angst, genau. Die Griechen kennen keine Angst. Sie werden keine Chance haben, natürlich. Ich hoffe mal, dass der General hier dafür sorgt, dass die sich nochmal wieder sammeln. Standgehalten. Ah, schade, schade, schade. Okay, aber Beschuss sieht da ganz gut aus. Jetzt wieder komplett ausgeglichen. Ich bin ein guter Dinger. Also ein paar Flankenaktionen kommen hier raus. Das hängt jetzt davon ab, wie wir uns nächste Runde schlagen. Ob wir die auch noch entsprechend nutzen können oder nicht. Ich bin sehr gespannt. So, da rennen sie. Die Makedonen. Aber natürlich mit General. Also die können sich auch schon wieder sammeln. Wo wir gerade davon reden. Das ist ärgerlich mit der Kavallerie. Ja. Hält aber natürlich Stand, das ist gut. Ermöglicht uns auch mit der Einheit dann hier rüber anzugreifen, Flankenangriff zu machen. Wundert mich ein bisschen, was das für ein Angriff war. Ja, unsere Kavallerie weicht von der Karte runter aus. Da brechen die leichten Peltasten. Und die Wurfspieße weichen aus. Unentschieden. Unentschieden. Ja, Kavalleriekampf haben wir halt verloren, wie das auch zu erwarten war, logischerweise. Gegen die makedonische Kavallerieüberlegenheit ist da nicht viel zu reißen. Die Lampe müsste, glaube ich, ein kleines bisschen dunkler. So, bitte den nächsten Flankenangriff hier. Zermürbt ist wunderbar. Gehalten ist schade, aber die nächste Panik. Und die Einheit sogar geschwächt. Da könnten wir sogar hier jetzt tatsächlich den Angriff von uns aus wählen. Zermürbt. Wow. Nächste Runde kriegen wir hier die nächsten Flankenangriffe rein. Wunderbar. Hier drüben gewinnen wir auch. Ja, das sind die erfahrenen Hopliten hier. Schick, schick, schick. Das gefällt mir wohl. Haben wir die wieder geschwächt. Ich werde mal trotzdem weiterschießen. Ich will die Einheit loswerden. Ich weiß, dass ich sie diese Runde nicht noch ein zweites Mal droppen kann, aber das ist mir jetzt egal. Gleich werden wir hier drüben auch weiter plänkeln. Leider standgehalten. Die Einheit verhindert, dass wir hier den Flankenangriff machen können. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Und jetzt geht das nämlich.
ist wichtig, um die Position hier zu entlasten. Standgehalten. Schade, schade. Dann werden wir uns hier drüben reindrehen. Werden die Einheit hier in den Start bringen, um dann nächste Runde hier nochmal reingehen zu können. Wenn die denn durchhalten. Ah, zermürbt sieht nicht gut aus. Zermürbt sieht nicht gut aus. Mit den Einheiten können wir stehen. Die decken die Flanke ab. Wie läuft's hier? Zurückgefallen, aber die Einheit bleibt stehen. Oh, das ist aber nicht so gut. Das ist aber nicht so gut. Hm, was machen wir denn da? Schicken wir jetzt die Hoplitenbürger rein? Ja. Ich muss den Rücken dieser Einheit hier decken. Eigentlich, ja, ich bin nicht ganz sicher wegen dieser Kontrollzone. Hätte wahrscheinlich sogar schon gereicht. Aber nein. So ist es dann. So ist es dann. So, hier haben wir noch eine Kavallerieeinheit, die jetzt abbiegen und hier in den Rücken der Gegner ziehen kann. Also auch hier sieht es eigentlich relativ gut aus. Hängt davon ab, wie schnell kann er jetzt seine Kavallerie drehen und in unseren Rücken führen. Ne? Davon hängt es so ein bisschen ab und wie wirkungsvoll werden unsere Flankenangriffe hier sein. Wird der sich zum Beispiel nochmal wieder sammeln? Da gehe ich ja schwer von aus. Wir müssen einfach jetzt sehr, sehr schnell hier diese Hauptkampflinie rausnehmen, damit wir uns umdrehen können und gegen die Kavallerie wehren und dann den fliehenden Einheiten hinterhersetzen. So, da fliehen sie. Die haben sich gesammelt. Ach, schade. Da müssen wir zusehen, dass wir schnell da wieder rankommen, bevor die sich weiter sammeln. Ja, Bogenschützen sind uns da egal. Hoffentlich halten die durch. Hoffentlich halten... Nein, sie fliehen. Mist. Aber die kämpfen noch gegen die, also wir kommen da noch ran an den, das ist gut, wir kriegen den Flankenangriff noch. So, die Kavallerie, das ist auch gefährlich hier drüben, da müssen wir hoffen, dass wir da einen schnellen Push kriegen. Standgehalten, wir müssen da rein, wir müssen da rein. Da haben die Gegner, das ist ja krass. Und die verfolgen die Bogenschützen, anstatt in die Flanke zu gehen. Glück gehabt. Zermürbt, ja, das war wichtig. Die müssen wir schnell loswerden da. Denn die gegnerische Kavallerie in unserem Rücken ist natürlich nicht hübsch. Oh, die beiden sind runtergeritten. Das ist cool. Das ist ganz gut. Mal gucken, wie lange sie wegbleiben. Mal gucken, ob die sich nochmal sammeln. Und hier ist unsere Kavallerie jetzt zurückgekehrt. Darf aber noch nicht angreifen, leider. Die Pelt-Tasten kommen nicht ran. Das können wir dann so machen. Das ist ein sehr ausgeglichener Kampf. So, jetzt holen wir uns hier erstmal die Flankenangriffe ab. Standgehalten, schade. Standgehalten, schade. Unentschieden. Ihr könnt aber auf die Kavallerie feuern, die euch da verfolgt und die in Zwangspanik ist. Und das führt zur Panik der... Sehr cool, sehr cool. Hier ist jetzt die Frage, kriegen die die? Nein. Reicht nicht. Die können sich jetzt wenden. Hier können wir mal die Kavallerie vertreiben. Und da hinterher preschen. Wir wollen die da oben so schnell wie möglich wieder nach Hause schicken. Im Idealfall kriegen wir die jetzt auch noch. Jawohl! Das bedeutet nämlich, selbst wenn die uns hier angreifen, ist das kein Flankenangriff. Also kein Autodrop und jetzt sowieso kein Flankenangriff mehr. Läuft gut mit den Griechen. Läuft sehr gut. Stand gehalten. Schade, aber wir haben noch unsere kretischen Bogenschützen. Geschwächt. Sehr gut. Es läuft doch, es läuft doch. Den will ich nicht starten. Den könnte man probieren, aber es sind halt so Abnutzungskämpfe. Wobei wir ja noch eine gewisse Einheit in der Hinterhand haben. Dann lass uns hier mal einsteigen. Dann können wir uns da die Flankenangriffe abholen. Nächste Runde. Und der wird nicht schnell genug hier oben sein. Der selbst wenn, der kommt hier auch nicht mal vorbei wegen der Kontrollzone der Sekundären, die da liegt. Ja, also wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert, sollten wir das gewonnen haben. Da rennen sie, die Makedonen.
Wenn wir den hier wieder kriegen könnten, bevor er sich sammelt. Mal gucken, ob er das vielleicht diese Runde schon schafft, aufgeschwächt zu kommen. Nee. Er greift da weiter an, damit wir ihn nicht flankieren können, scheinbar. Weiß ich nicht genau. Sah so aus, als wenn er aktiv wieder reingegangen wäre. Ja, die blockieren uns da jetzt, aber ob das so... Ah ne, die haben ja gar keine Kontrollzone, oder? Wenn sie zermürbt sind, müssen wir gleich mal gucken. Ob sie das auch aushalten würden, wenn ich sie da angreife, bin ich mir gerade nicht so sicher. So, unentschieden hier, unentschieden da, da wird's spannend. Standgehalten, schade. Die Feindkavallerie, die steht gefährlich für uns. So, wollen wir die mal weiter auseinanderschießen. Zermürbt, ordentlich. Achso, die sind nicht mehr in der Verfolgung. Aber wenn wir uns da umdrehen, können wir nicht mehr feuern. Dann schießen wir lieber auf die Leichten da, ohne wesentlichen Erfolg. Ihr springt hier mal mit rein zur Unterstützung. Können wir auch übrigens den General mal hier mit dazu geben. Geschwächt, sehr gut. Bringen die hier hinterher. Greifen die jetzt da an. Sie halten Stand, das ist schade. Und da sind sie weg. Da sind sie wieder auf der Flucht. Haben wir sogar hier den geschwächt. Jetzt nochmal zermürbt durch den Flankenangriff, weil sie schon gebunden sind. Und die gehen ebenfalls nach Hause. Wir haben allerdings... Dreh die mal schon mal hier rüber. Wir haben allerdings die 25% Differenz noch nicht erreicht. Das müssen wir nächste Runde hier nochmal eine Einheit in die Flanke werfen. Bogenschützen hier runter. Peltasten weiß ich auch nicht wohin mit euch. Und hier werden wir jetzt mit der Kavallerie in den Rücken rein. Zermürbt. Und die nächste Einheit 24%. Unsere Kavallerie geht hinterher. Hier oben hält er leider Stand. Das ist schade. Hier läuft es gegen die Geschwächten. Oh, läuft gut, läuft gut. Ja, die haben ein Problem. Sobald die gedroppt sind, haben die ein Problem. Unentschieden leider nur da. Und das bedeutet, dass die Kavallerie uns nächste Runde hier flankieren kann. Das können wir nicht mehr verhindern. Huch, wo schicken wir denn die mal hin? Ich würde sagen, wir ignorieren die Sistophori da. Das hat keinen Zweck, gegen die zu kämpfen mit unserer Kavallerie. Aber es läuft sehr, sehr gut. 52%. 24% Differenz leider nur. Also hätten wir die geknackt hier, wäre es vielleicht schon vorbei gewesen. Ja, die lösen sich auf. Das ist wichtig. Nicht, dass die nochmal wieder zurückkommen. Kavallerie auch. Hauptsache, die rennen auch noch alle weg. Die Spieße sind viele Punkte wert. Beschuss, hier kommt der Flankenangriff. Genau, das hatten wir ja schon gesehen. Den konnten wir nicht mehr verhindern. Und die verfolgen weiter. Das ist ganz gut tatsächlich. Unseren Oberbefehlshaber. Na jawohl, die nächste Panik. Damit sollte das geschafft sein. Gut gekämpft, hier drüben. Feldherr getötet und die Silberschilde gebrochen. Die reiten noch weiter hinterher. Ja, da werden unsere Bogenschützen erwischt in der Verfolgung. Zermürbt. Aber da ist der Sieg, Leute. Da ist der Sieg mit den Griechen gegen die Makedonen. War eine sehr spannende Partie, fand ich. Er hatte eine komische Aufstellung mit diesen Lücken. Das konnten wir zum Teil ausnutzen, dann hier schließlich für diese Manöver. Auch wenn bei uns einige Einheiten ja gebrochen sind. Im direkten Kampf natürlich gegen die Spießphalanx-Einheiten, die Sarissa-Phalanx-Einheiten, insbesondere die Erfahrenen, keine Chance. Sein Kavallerie-Potenzial, finde ich, also hat er verschenkt. Hätte er deutlich besser spielen sollen. Wir konnten mit unserer Kavallerie dann doch diesen Kampf für uns entscheiden, beziehungsweise er ist dann hier durchgezogen, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, und die hier drüben gekämpft haben, die Sistophori,
die haben da auch nicht wirklich was abliefern können. Und dann haben wir seine Hauptkampflinie nach und nach hier aufrollen können. Das war sehr gut. Endstand 28-67. Tja. Aber die zweite Partie sieht momentan noch sehr durchwachsen aus. Auf jeden Fall vielen Dank an Excubitor für dieses Match. Runde 1. Griechen gegen Makedonen im Rise of Macedon oder Macedon Tournament.